Dann eröffne ich unsere heutige Pressekonferenz zum Spiel HBB Balingen-Wallstätten, HC Rhein Vikings. Begrüße zur Pressekonferenz die beiden Trainer, Gästetrainer Kevin Glatt, unseren Trainer Ronald Sigtriksen und die beiden Geschäftsführer René Witte und Wolfgang Strobel. Herr Glatt, das erste Wort gehört immer am Gast. Wie ist Ihr Fazit zum heutigen Spiel? Ja, schönen guten Abend von meiner Seite. Erstmal Glückwunsch an Runa und Wolfgang an Baling. Verdienter Sieg. Ich muss meiner Mannschaft heute wirklich ein Kompliment aussprechen. Wir haben sehr viel hier investiert und haben viele Sachen umsetzen können, die wir uns vorgenommen haben. Gerade die Bereitschaft in der Abwehr hat mir deutlich besser gefallen, als das beim Auftakt auswärts in Bietigheim der Fall war. Und ich denke, wir haben es Baling für unsere Verhältnisse so schwer wie möglich gemacht. Am Ende müssen wir ein bisschen unseren angeschlagenen Spielern Tribut zollen. Ich glaube, Brian Gipperich, da sah es nicht so gut aus. Den konnten wir heute in der zweiten Halbzeit nicht mehr kompensieren. Nur trotzdem möchte ich nochmal sagen, ich bin da natürlich ein Stück weit enttäuscht, aber nicht unzufrieden mit der Partie heute. Es ist immer nach einer Niederlage schwer, das so zu sagen, aber so ist jetzt meine Gemütslage. Vielen Dank. Runar, dann darf ich auch dich zu deinem Fazit bitten. Es war das erwartet schwere Spiel gegen einen starken Aufsteiger, oder? Ja, erstmal danke für die Glückwünsche. Ja, also Vikings haben das sehr gut gemacht, also sehr abgesorgt gespielt, wie man hat gefürchtet. Erfahrene Spieler, die haben seine Erfahrung dann herausgespielt, waren taktisch gut aufgestellt, haben gute offensive Abwehr hingestellt, hat uns Probleme bereitet, also es war weit weg von ein einfaches Spiel zu sein. Ich bin überhaupt nicht zufrieden mit unserer Abwehr in erster Halbzeit. Also es sah mehr aus wie so erste Unterrichtsstunde in Tanzschule als eine Abwehrarbeit. Und dann hat es ein bisschen gesteigert in zweiter Halbzeit. Insgesamt, ja, das Spiel war schwierig. Ich fand das, dann haben wir es teilweise gut gemacht. Das ist natürlich unglücklich nach dem letzten Timeout, dass wir verwerfen vier Freien oder drei Freien und einen 7 Meter hintereinander. Und dann hat man schon ein bisschen Bauchschmerzen. Rhein Vikings waren dann drei Tore wieder dran und ja, wir hatten keinen Timeout mehr. So, ich bin glücklich über die 2 Punkte und wir wussten immer, das wird nicht einfach und das Spiel heute gehört dazu. Runa, vielen Dank. Dann darf ich auch gleich die beiden Geschäftsführer bitten. René, wir haben es vorhin schon ganz kurz davon gehabt. Ihr könnt zufrieden sein mit der Leistung, die die Mannschaft heute gezeigt hat, oder? Ja, auch von mir erstmal schönen guten Abend und Glückwunsch an Runa und Wolfgang letztendlich zum verdienten Sieg. Ja, ich kann mich meinem Trainer nur anschließen. Wir haben heute hier nach meiner Ansicht nach eine sehr, sehr gute Partie abgeliefert. Unser Innenblock ist verletzt, ist nicht zurzeit im Kader. Wir mussten uns mit einer neuen Abwehrvariante beschäftigen. Ich denke, mit der offensiven 5-1 haben wir Baling auch ein Stück weit überrascht. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Ich muss meiner Mannschaft und dem Trainer ein sehr, sehr großes Kompliment machen. So stelle ich mir das vor. Wir haben uns immer vorgenommen, kein Spiel abzuschenken. Und auch bei so einer Top-Mannschaft wie Baling, denke ich, ist uns das heute gelungen, was uns in Bietigheim noch nicht gelungen ist. Und insofern bin ich sehr zufrieden. Ich möchte mich an der Stelle auch nochmal bei Wolfgang bedanken, dass wir hier so gute Bedingungen bekommen haben. Heute Morgen noch eine Trainingshalle. Und da wir auch Neuling sind, hat mir auch Wolfgang im Vorfeld viel geholfen, was es alles so Neues gibt in so einer Liga. Dafür möchte ich mich bedanken. Ich wünsche HBW alles Gute, dass sie schnell mit dieser tollen Halle, mit dieser tollen Kulisse zurück in die erste Liga kommen. Bis auf ein Spiel natürlich wünsche ich euch den maximalen Erfolg und nochmal danke. Vielen Dank. Wolfgang, dann darf ich auch dich zum Schluss noch um dein Statement zum Spiel bitten. Ja, von mir guten Abend und danke für die Glückwünsche. Ja, dass heute nicht alles rund gelaufen ist, hat man glaube ich gesehen. Wir haben jetzt ein Auftaktprogramm von 3 Spielen hintereinander, um uns hier zu finden. Und das war glaube ich auch immer das Erste und das Wichtigste und haben die 3 Spiele jetzt gewonnen. Das ist, darüber sind wir glücklich. Ich glaube, das ist mal das, was jetzt momentan einfach zählt. Zum heutigen Spiel hat uns Wetter, glaube ich, noch ein bisschen geholfen, dass die Halle wirklich auch dann ganz gut gefüllt war und die Stimmung dann auch gegen Ende so ist, wie wir uns das wünschen. Und
ja, die Mannschaft dann auch so, der Mannschaft dann auch so helfen und unterstützen. Wir haben jetzt zum ersten Mal eine englische Woche oder den Doppelspieltag vor uns, mit dem wir uns bisher noch nie beschäftigt haben. Das wird natürlich eine ganz andere Aufgabe, nochmal das auch zu stemmen, beziehungsweise das alles hinzukriegen. Und darauf werden wir uns jetzt vorbereiten, ganz gezielt, damit wir dann am Freitag und dann eben schon wieder in einer Woche am Sonntagabend oder Mittag dann hier das Heimspiel gegen Dresden haben. Dankeschön. Wolfgang, vielen Dank. Soweit die beiden Trainer und die beiden Geschäftsführer zum heutigen Spiel. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Dem scheint nicht so zu sein. Dann habe ich noch die Ergebnisse von heute Abend. Bergischer HC gegen Dessau-Roßlau 35-25. Lübecke-Schwartau gegen Elbflorenz-Dresden 24-24. Rimpa-Wölfe haben Westfalen, dort steht es kurz vor Spielende, 21-23. Nordhorn-Lingen, Eintracht-Hagen, ebenfalls kurz vor Spielende 27-24. Wilhelmshaven-Coburg 25-23, dort sind auch noch 5 Minuten zu spielen. Und Konstanz, Eintracht-Hildesheim, Beginn zweite Halbzeit 18-19. Ich bedanke mich für Ihr Kommen, wünsche Ihnen gute Heimfahrt, euch alles Gute im Verlauf der Saison, dass ihr eure Ziele erreicht, die ihr euch vorgenommen habt. Und wir sehen uns wieder am kommenden Sonntagnachmittag zum Doppelspieltag. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.